Hallo, hier ist wieder mal eure Blaumeise. Nach der anstrengenden Zeit der Jungenaufzucht habe ich jetzt gerade mal ein bisschen Freizeit und deshalb will ich euch ein paar andere Lebewesen in unserem Garten vorstellen, die ich sehr interessant finde. Und das sind die Schnecken. Igitt, Schnecken, werdet ihr jetzt sagen. Aber das ist ein bisschen ungerecht. Sie sind nämlich wirklich faszinierende Tiere, die es in einer außergewöhnlichen Vielfalt gibt, sowohl im Wasser als auch auf dem Land. Sie haben einen wirklich ungewöhnlichen Körperbau, eine ganz eigene Lebensweise und sie sind geradezu akrobatische Bewegungskünstler. Nichts ist ihnen zu schwer. Unter ihren Fressfeinden gibt es solche mit ganz besonderen Tricks, wie zum Beispiel diese Singdrossel. Versteinerungen haben gezeigt, dass es die Schnecken bereits seit über 500 Millionen Jahren gibt. Auf diesem Foto siehst du einen uralten versteinerten Ammoniten. Diese Meerestiere waren mit den Schnecken verwandt und ihre Körper steckten wie die Schnecken in einer Schale aus Kalk. Die sieht schon aus wie ein richtiges Schneckenhaus. Wusstest du, dass Schnecken keine reinen Pflanzenfresser sind, sondern auch mal Fleisch fressen? Viele von ihnen sind sogenannte Allesfresser. Die meisten Schnecken sind sogar ausgesprochen nützliche Tiere und für die Natur unersetzlich. Sie räumen in der Natur auf. Sie sind sozusagen die Müllabfuhr und ernähren sich bevorzugt von welken Pflanzenteilen, toten Tieren und sogar Kot. Bist du ein Schneckenfreund oder nein, Schnecken sind gar nichts für dich. Ich bin mal gespannt, was du nach meinem Video zu den Schnecken sagst. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also bis gleich. Für uns ist das vielleicht nicht das perfekte Sommerwetter, aber für die Schnecken schon. Sie leben es feucht und regnerisch und genießen so einen wunderbaren Regentag. Schnecken mögen Hitze überhaupt nicht und Trockenheit vertragen sie gar nicht, da siehst du sie selten. Sie kommen dann eher am Abend heraus, um auf Nahrungssuche zu gehen. Bei so einem wunderbaren Regentag kannst du sie allerdings auch am Tag beobachten. Hier siehst du zunächst eine Weinbergschnecke. So wie ihr natürlicher Lebensraum ist die Schnecke selten geworden und sie steht bei uns in Deutschland unter Naturschutz. In unserem Naturgarten leben einige Schneckenarten und denen geht es auch sehr gut, denn hier wird kein Gift gestreut und die Schnecken werden von den Menschen auch weitgehend in Ruhe gelassen. Es gibt allerdings viele natürliche Feinde und von denen werde ich euch später auch noch ausführlich berichten. Die Weinbergschnecke trägt ein besonders großes Schneckenhaus. Sie ist unsere größte Gehäuseschnecke in Deutschland. Sie stammt aus der Familie der Schnirkelschnecken und ist mit den kleineren Schnirkelschnecken verwandt, den Gartenschnirkelschnecken oder Hainschnirkelschnecken, die man auch Bänderschnecken nennt, weil sie häufig sehr schöne bandartige Ringe um ihr Gehäuse tragen. Sie können ganz unterschiedlich gefärbte Häuschen haben, ganz gelb oder auch dunkel, mit einem Band oder mehreren Streifen, ganz verschieden. Also ich finde sie wirklich ausgesprochen schön. Aber jetzt kommen wir zu den Schnecken, die kein Gehäuse haben. Man nennt sie deshalb auch Nacktschnecken. Und das sind wohl die Schnecken, die ihr die Igitt-Schnecken nennt. Die Nacktschnecken haben eben keinen Schutz wie ein Häuschen, sondern müssen ihre Haut vorm Austrocknen durch sehr viel Schleimbildung schützen. Und dieser Schleim ist wirklich richtig eklig klebrig. Und deshalb mögt ihr Menschen das nicht.
Aber nicht nur ihr Menschen, auch viele Tiere fressen solche Nacktschnecken nicht, denn dieser Schleim schmeckt auch bitter und ihr braucht nicht glauben, dass die Igel, wie es immer so heißt, besonders auf diese Nacktschnecken stehen. Nein, auch denen schmeckt das meistens zu bitter. Aber es gibt andere Tiere, denen das nichts ausmacht. Und davon werde ich euch noch erzählen. Dieser eklige Schleim ist also ein perfekter Schutz von der Natur für die Schnecke, nicht nur gegen die Austrocknung, sondern auch gegen ihre Fressfeinde. So wie die Gehäuseschnecken schauen auch die Nacktschnecken sehr verschieden aus. Die Nacktschnecken, die du am häufigsten sehen kannst, das sind die Wegschnecken. So wie diese große Wegschnecke. Man nennt sie auch die spanische Wegschnecke, weil man annahm, dass sie über Spanien nach Deutschland eingeschleppt wurde. Aber das stimmt gar nicht, haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden, denn sie haben in Spanien nicht eine einzige spanische Wegschnecke gefunden. Den Namen hat sie aber behalten. Diese hier ist eine große rote Wegschnecke. Sie sieht der spanischen Wegschnecke ziemlich ähnlich, allerdings leuchtet sie wirklich richtig orange. Auch die schwarze Wegschnecke kann ein bisschen verschieden gefärbt sein, mal ins Dunkelbraun oder ins Dunkelgrau gehend. Ähnlich sieht der schwarze Schneegel aus. Das ist eine andere Schneckenart. Er hat oben am Rücken so eine Art Kamm, einen Kiel nennt man das, und oft weiße Streifen. Seine Unterseite ist weiß gefärbt. Der schwarze Schneegel ist eine unserer größten, das heißt längsten Nacktschnecken. Er kann bis zu 25 cm lang werden. Das ist schon beachtlich. Im Garten wirst du ihn allerdings sehr selten finden. Er liebt den Wald und kriecht dir dort vielleicht einmal über den Waldweg. Dieses elegant gemusterte Tier ist auch ein Schneegel, und zwar ein Tigerschneegel oder einfach Tigerschnecke genannt. Wobei Tiger, ich finde, er sieht eher aus wie ein Leopard. So, zuletzt muss ich euch aber unbedingt noch ein Bild von einem blauen Schneegel zeigen, einem Blauschneegel. Den gibt es in Deutschland erst seit kurzem. Er ist aus Südosteuropa, aus den Karpaten bei uns eingewandert. Wirklich gefährlich für den Salat und andere Gemüsepflanzen sind die spanische Wegschnecke und die Garten- oder Ackerwegschnecke. Diese drei Kumpel können eine ganze Salaternte wirklich schnell zunichte machen. Dagegen sind die Häuschenschnecken geradezu harmlos. Du findest sie eher selten im Gemüsebeet oder beim Schnabulieren an den Lieblingsblumen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Menschen ihren Salat und ihr Gemüse auch besonders hoch gezüchtet haben. Und das schmeckt halt auch den Schnecken besonders gut. Die Kräuter und Pflanzen, die in der Natur wachsen, die Wildpflanzen, haben nämlich noch die Abwehrstoffe gegen Schnecken in sich, sodass sie gar nicht so übel zugerichtet werden. Aber diese Stoffe wurden von den Menschen eben herausgezüchtet, weil sie meistens etwas bitter schmecken. Und so habt ihr jetzt den Salat, könnte man sagen. Schnecken gehören zu den sogenannten Weichtieren. Das heißt, sie haben kein stützendes Skelett wie die Knochen. Aber deshalb sind sie auch so unglaublich beweglich. Ihr Körper besteht eigentlich nur aus dem Kopf vorne und dem hinteren Ende, dem sogenannten Fuß. Bei den Häuschenschnecken stecken die Organe in einen getrennten Sack, der gut geschützt im Häuschen verborgen liegt. Am Kopf kannst du jetzt sehen, dass die Schnecke zwei Paar Fühler hat. Oben zwei lange Fühler, auf denen sitzen am Ende wie so kleine Knöpfe die beiden dunklen Augenpunkte. Und unten die beiden Fühler braucht sie zum Tasten. Zwischen den beiden unteren Fühlern, da befindet sich ihr Mund. Der Körper der Schnecke ist ein einziges, kraftvolles Muskelpaket. Die Muskeln können sich auseinanderdehnen und wieder zusammenziehen. Die Fühler können sich ausstülpen und wieder einziehen, wenn sie etwas berühren. Schnecken können mit ihren
Augen nur schlecht sehen, sie unterscheiden aber hell und dunkel. Ansonsten ist der ganze Körper ein einziges Fühlorgan. Die Schnecke reagiert auf Berührungen und Erschütterungen. Sie kann zwar nicht hören, aber Klänge werden von ihr trotzdem wahrgenommen. Wenn du zum Beispiel eine Glocke neben ihr ertönen lässt, dann empfindet sie den Schall und zuckt zusammen. In ihrem Mund haben die Schnecken eine ganz spezielle Zunge, eine sogenannte Raspel- oder Reibezunge. Sie ist besetzt mit tausenden von kleinen Zähnchen, ziemlich spitz, mit denen sie von Baumstämmen Moos herunterschaben können oder eben raspeln, aber auch Salatblätter und anderes Gemüse abschaben können und sogar ein bisschen abbeißen. Unsere Weinbergschnecke mag am liebsten etwas vergammeltes Grünzeug, wie ein bisschen angewelktes Salatblatt oder angewelktes oder gammeliges Gemüse und Obst. Diese frischen Sachen lässt sie normalerweise links liegen. Die spanische Wegschnecke daneben haben wir bei ihrem Mittagsschläfchen gestört. Und wenn sie müde ist, dann mag sie nichts fressen. Das ist so wie bei euch auch. Wenn du eine Weinbergschnecke findest und dich traust, sie auf die Hand zu nehmen, keine Angst, sie beißt nicht, sie ist nicht mal schleimig, nur ein bisschen feucht und damit etwas kühl. Wenn du dich das also traust und vielleicht noch vorher deine Hand mit etwas Pflanzensaft, zerquetschtem Löwenzahn oder ein bisschen Gurkensaft eingerieben hast, dann kannst du spüren, wie sie mit ihrer Raspelzunge über deine Hand schabt. Das kitzelt nur ein kleines bisschen, ist aber ganz lustig und ich glaube, die Kinder haben daran immer viel Freude, wenn ich sie beobachte. Hier an der Fensterscheibe kannst du gut beobachten, wie eine Schnecke sich fortbewegt. Ihre Muskeln am Fuß bewegen sich in Wellen, das heißt, sie dehnen sich und ziehen sich zusammen, sodass die Schnecke wie auf Rollen über das Fenster gleitet. Sie kriecht nicht, sie gleitet. Dabei hilft ihr auch ihr Schleim, wobei der Schleim von den Häuschenschnecken eigentlich nicht klebrig ist, der ist nur ein bisschen feucht, aber darauf rutscht sie dahin, wie du im Sommer auf einer Wasserrutsche. Allerdings nur viel, viel langsamer. Die Schleimspur kannst du hinter der Schnecke am Fenster sehen. Der Schleim hilft der Schnecke auch, sich an glatten Oberflächen regelrecht festzusaugen, so wie ein Saughaken zum Beispiel für Handtücher in der Küche. Sie kann auch gut über scharfe, kantige oder raue Oberflächen kriechen, weil ihr Schleim ja immer dazwischen ist. Und auch hier auf diesem Bild siehst du einen getrockneten Schleim, der zurückbleibt, wenn die Schnecke sich verkrochen hat. Vielleicht hast du so ein Kunstwerk ja schon einmal auf dem Boden oder auf der Straße oder auf Blättern glänzen sehen. Du weißt jetzt, dass Schnecken nur schlecht sehen und auch nicht hören können, aber dafür gut fühlen. Sie können auch Gerüche wahrnehmen und zwar ausgesprochen gut. Wenn etwas lecker duftet, kommen die Schnecken meilenweit herbei. Sie haben zwar keine Nase, aber ein Atemloch. Sie besitzen nämlich, wie Menschen auch und andere Tiere, Lungen, mit denen sie schnaufen müssen. Dieses Atemloch siehst du besonders gut bei den Nacktschnecken. Bei den Häuschenschnecken ist es unterhalb des Häuschens verborgen und du siehst es nur, wenn sich die Schnecke lang aus ihrem Häuschen herausstreckt. Daneben, also nicht weit davon entfernt, ist noch eine andere kleinere Öffnung. Ja, und das ist die, die du eigentlich ganz am Ende der Schnecke vermuten würdest. Nämlich, dort kommen ihre Ausscheidungen heraus. Denn auch eine Schnecke muss einmal aufs Klo. Aber eben nicht ganz hinten, wie beim Regenwurm, sondern auch weiter vorne in Kopfnähe. Was du manchmal hinten am Körper einer Nacktschnecke sehen kannst, ist also kein Kot, sondern ein Schleimpfropfen, den die Schnecke als Vorrat mit sich herumträgt. Schnecken leben überall auf der Erde, im Meer, im Hochgebirge, in den Wäldern
und sogar in der Wüste. Hättest du das gedacht? Sie klettern auf die höchsten Bäume, Häuser und Felsen, können sich über Kopf samt ihrem Häuschen an eine Decke hängen, erklimmen die dünnsten Grashalme und Ästchen und können sich sogar an einem Schleimfaden von einem höher gelegenen Busch mitten in das Gemüsebeet hinein abseilen, auch wenn das mit einem Schneckenzaun umgeben ist. Ja, sie sind wirklich sehr trickreich und wenn es um ihr Lieblingsfutter geht, kennen sie keine Hindernisse, immer klar voran. Unsere Weinbergschnecke interessiert sich nicht übermäßig für das frische Futter im Glasschüsselchen. Nein, sie möchte zurück zu ihrem Komposthaufen, von dem sie weggetragen wurde. Sie kann ihren Körper drehen und winden und heben, dass jeder Olympiaturner vor Neid erblassen müsste. Wundere dich nicht, wenn es jetzt etwas rumpelt im Film, denn er wird im Zeitraffer abgespielt, 6-mal so schnell, wie sich die Schnecke in Wirklichkeit bewegt. Denn es geht ja bei Schnecken alles immer etwas langsam. Schon bewundernswert, wie geschickt sie ihr Häuschen mit in die Drehung hineinwindet und sich dann elegant zu Boden gleiten lässt. Ganz vorsichtig. Und jetzt schnurstracks genau in die Himmelsrichtung, in der der Komposthaufen liegt. Woher die Schnecke das weiß, keine Ahnung. Das Lineal ist genau in dieselbe Richtung ausgelegt, sodass wir jetzt beobachten können, was Schneckentempo in Wirklichkeit bedeutet. Ich will es dir verraten. Unsere Weinbergschnecke schafft 10 cm in einer Minute. Bravo! Natürlich darf unsere Schnecke jetzt sofort zurück zu ihrem Komposthaufen. Hier, gleich neben dem Komposthaufen, findet die Weinbergschnecke auch einen Partner zur Paarung. Weinbergschnecken sind nämlich Männchen und Weibchen gleichzeitig, wie die meisten Schnecken. Das nennt man Zwitter. Die Paarung dauert bei den Schnecken wie alles andere wirklich lange, nämlich stundenlang. Sie nehmen sich sehr viel Zeit, sich kennenzulernen, und wenn sie bereit sind, dann schmiegen sie sich mit ihrer Fußsohle aneinander und richten sich auf. Mit den Fühlern und den Mündern betasten sie sich. Es sieht aus, als würden sie sich herzlich küssen. Direkt unterhalb der großen Augenfühler, also an der Backe der Schnecke könnte man sagen, besitzt sie eine Art kleiner Tasche. Darin befindet sich das Samenpaket der Schnecke und jede Schnecke übergibt ihren Samen der anderen Schnecke. Zuvor schießt sie einen kleinen Liebespfeil aus Kalk, das sieht wirklich so aus wie ein kleiner Pfeil, in die Fußsohle ihres Partners. Der darin enthaltene Stoff soll das Heranwachsen der Eier im Körper der Schnecke begünstigen. Die Entwicklung der Eier im Körper der Schnecke braucht ein paar Wochen. Dann buddelt die Schnecke eine kleine Grube in die Erde, in welche sie 40 bis 60, so ungefähr, Schneckeneier ablegt. Jetzt dauert es wieder ein paar Wochen, bis die jungen Schnecken aus den Eiern schlüpfen. Bei den Nacktschnecken schlüpfen einfach kleine Mini-Nacktschnecken aus den Eierschalen. Bei den Gehäuseschnecken haben
die kleinen Schnecken bereits ein eigenes Schneckenhaus, das allerdings noch durchsichtig ist und ganz weich. Es bietet noch keinen Schutz für die junge Schnecke. Deshalb werden auch sehr viele von ihnen gefressen. Wenn sie es schaffen, groß zu werden, können vor allem die Weinbergschnecken sehr alt werden, 10 bis 20 Jahre. Die älteste Weinbergschnecke, die in einem Terrarium großgezogen wurde, ist 30 Jahre alt geworden. Andere Häuschenschnecken werden nicht so alt, vielleicht 5 Jahre, und am kürzesten leben die Nacktschnecken, so 1 bis 2 Jahre. Schnecken haben wirklich sehr viele Fressfeinde. Am bekanntesten ist natürlich der Igel. Und jeder Gärtner freut sich, wenn er einen im Garten hat. Allerdings fressen Igel nicht alle Schnecken. Gerade die verhassten spanischen Wegschnecken, die mag er jetzt nicht so gerne. Andere Wegschnecken schmecken nicht so gräuslich und die nimmt er dann schon. Schnecken machen in Naturgärten oder naturnahen Gärten die wenigsten Probleme, denn dort fühlen sich auch ihre Feinde sehr wohl. Das sind neben dem Igel auch Erdkröten, Blindschleichen, auch der Maulwurf gehört dazu und seine Verwandte, die Spitzmaus, um nur einige zu nennen. Aber auch viele Käferarten fressen Schnecken oder die Larven dieser Käfer. Zum Beispiel der wunderschöne goldglänzende Laufkäfer oder auch die Larve unseres zarten kleinen Glühwürmchens. Du glaubst es nicht, aber diese Larven fressen Schnecken. Vor allem die Häuschenschnecken sind sehr begehrt. Manche Menschen halten sich indische Laufenten, weil die dafür berühmt sind, dass sie jede Art von Schnecke fressen. Doch auch Hühner können da einiges schaffen. Sogar unsere ganz üblichen Gartenvögel sind hinter den Schnecken her. Und dieser Vogel ist berühmt für seine spezielle Technik, Schneckenhäuschen zu knacken. Das ist die Singdrossel. Die Häuschenschnecken packt sie mit dem Schnabel und schleudert sie mit Schwung auf einen Stein. Vielleicht hast du schon mal zerbrochene Schneckenhäuschen neben so einem Stein liegen sehen. Das nennt man dann eine Drosselschmiede. Die Drossel schätzt aber auch die Nacktschnecken, wie du hier sehen kannst. Zwischendurch putzt sie sich immer wieder den Schnabel am Gras oder an Blättern ab, um den Schleim loszuwerden. Wie du jetzt ja weißt, Schnecke ist nicht gleich Schnecke. Und nicht jede Schnecke schadet dem Gemüsebeet. Im Gegenteil, sie sind wichtige Nahrungsgrundlage für andere Tiere. Vielleicht kannst auch du in deinem Garten eine natürliche Ecke anlegen, eine wilde Ecke mit Brennnesseln, Totholz, Steinen, wo sich eben solche Tiere verstecken können, die Insekten, die Kröten, die Blindschleichen und die Igel. So eine wilde Ecke mit vielen Wildblumen lässt sich auch wunderschön gestalten, wie du es hier im Naturgarten von Markus Burkhardt siehst. Du findest ihn auf seinem YouTube-Kanal. Was meinst du? Hui oder Pfui? Was sind deine Erfahrungen mit Schnecken? Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir unter dem Video einen Kommentar schreiben würdest. Also mach's gut und bis bald. Deine Blaumeise.